Die Vorfreude auf Deutschland hält sich noch in Grenzen. Jada lebt jetzt seit 8 Jahren auf Mallorca und besucht ihre alte Heimat nur selten. Ich habe halt wirklich gar keinen Bezug nach Deutschland. Also ich fühle mich hier halt einfach wohler und ich habe hier mein Leben und hier kann ich halt ich sein. Und in Deutschland ist es so, ja, Deutsch. Mein Deutsch lässt sich auch zu wünschen. Und ja, also hier in Spanien ist mein Leben und hier bin ich wirklich ich und fühle ich mich wohler und ja. Denn in Deutschland musste die Familie dunkle Zeiten durchmachen. Daran wird Jada schon morgen erinnert werden. Am Nachmittag packen die Zwillinge Jenna und Diego ihre Koffer. Warum haben die jetzt einen größeren Koffer? Ich fühle mich wie so einem schlechten Film. Leute, aber ihr braucht doch gar nicht so viele Klamotten wie ich. Nehmt ihr den kleinen? Wollt ihr den wieder haben? Nein, nein. Du musst 4 schöne Pullover raussuchen. Okay. Schöne. Den? Okay. Warte. Warte. Hier, den hier auch. Ich zeig dir, wie wir es einpacken. Den. Okay. Was braucht man für Deutschland alles? Und 1000 vergisst man nicht. Und Socken, Hose. Und da Hemd. Pullover. T-Shirt. Und noch eine Handschuhe oder eine Cappy oder Leggings. Und dann noch ein bisschen Haarspray. Es ist jetzt 2 Uhr und in genau 12 Stunden stehen wir auf. Ich möchte heulen. Nee, ich kann auch euer Gesabbel morgen früh, wenn wir aufstehen, mitten in der Nacht, hör mal bitte auf, Diego. Möchte ich nicht, dass ihr so viel redet. Strukturiert ist hier eine Reise nie. Hör mal, wir reden hier von mir. Ich vergesse immer alles und ich muss mir das immer wieder vor Augen halten. Okay, dann brauchst du die Pullover. Ach so, für Diego auch, für Jenna. Das ist Katastrophe.